Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Antrag der Linken mit der Drucksachennummer 7778 zur Reaktivierung von Bahnstrecken ist ein Zeichen von undurchdachten Schnellschussaktionismus. Fördermittel des Bundes, wie in Punkten 2 und 3 des Antrages gefördert, können nämlich erst beantragt werden, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Zudem finden bereits vorhandene Erkenntnisse überhaupt gar keine Berücksichtigung. Doch zunächst das Positive. Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken in Sachsen sind zu begrüßen. Deshalb stehen sie auch in unserem AfD-Programm für Sachsen. Welche Schritte sind nun nötig, um Streckenaktivierungen umzusetzen? Potenzialanalysen je Strecke, welche die Machbarkeit und die Wirtschaftlichkeit feststellen, und eventuell auch schon Interessenbekundungen für die spätere Betreibung, sind der erste Schritt. Hierzu wäre ein Umsetzungs- und Finanzierungskonzept, wie unter Punkt 1 des Antrages gefordert, richtig. Dem widerspricht jedoch Punkt 2 im Antrag, in dem schon jetzt, das heißt also gleichzeitig, und eben ohne vorherige valide Potenzialanalysen Bundesmittel für den Ausbau der Strecken beantragt werden sollen. Das nennen wir unseriös. Hier ist ferner anzumerken, dass der Bund Belege hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit des jeweiligen Projektes einfordert in seinem Förderprogramm. Erst nach einer Potenzialanalyse kann also festgestellt werden, ob sich der Ausbau lohnt, welche Kosten für den Ausbau der Strecke anstehen und welche Fördermittel davon von Bund beantragt werden können. Die Kofinanzierung muss dann auch im Haushalt abgebildet sein. Nicht zuletzt sind die später zur Betreibung erforderlichen Betriebskosten und deren Finanzierungsmöglichkeiten zu ermitteln. Bundesfördermittel für den Betrieb einer Strecke können also erst beantragt werden, wenn sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind. Zusätzlich geklärt werden muss im Übrigen, wie man mit derzeitigen Nutzern im Rahmen des Schienengüterverkehrs umgeht. Hier braucht es Entscheidungen zum Bau von Ausweichstrecken für den langsam fahrenden Güterverkehr, damit der Personenverkehr nicht behindert wird, oder aber zur Taktung von Schienenpersonen- und Güterverkehr. Ein Austausch von Personenverkehr gegen Güterverkehr wird es mit uns jedenfalls nicht geben. Hierzu macht der vorliegende Antrag allerdings keine Angaben. Jetzt noch einmal im Detail. Die Forderung Bundesmittel für die Betreibung und Ausbau der Strecke Pockau-Lengefeld-Marienberg zu verlangen, ist selbst dann nicht redlich, wenn alle Voraussetzungen, wie oben genannt, gegeben wären. Hierzu gab es bereits eine Anfrage des Abgeordneten Markert. Der Herr Nowak hat das schon richtig erwähnt. In dem festgestellt wird, dass der Bund keine Fördermittel ausreichen wird, weil das Förderprogramm von bereits betriebenen Bahnstrecken nicht dabei ist. Dass zur Strecke Nahsdorf-Rochlitz noch keine Potenzialanalyse vorliegt, hätte man auch wissen können, wenn man unsere kleine Anfrage, Drucksache 7-4500 vom 7. Dezember 2020 gelesen hätte, beziehungsweise die Antwort dazu. Die einzige Strecke, zu der bereits ausreichend Daten aus einer Potenzialanalyse vorliegen, von den dreien, ist die Strecke Döbeln-Meißen. Hier wurden bereits zwei Varianten ermittelt. Jetzt muss entschieden werden, welche Variante bevorzugt wird, um dann Bundesmittel zu beantragen und eventuell im Haushalt Mittel dazu einzustellen. Auch das hätten Sie aus meiner kleinen Anfrage 4501 erfahren können, denn die wurde sehr umfangreich beantwortet. Die AfD-Fraktion wird einen Antrag zum Haushalt einbringen, der die Finanzierung von weiteren 5 Potenzialanalysen zum Ziel hat. Dies wäre der erste Schritt, dem weitere folgen werden. Wie zum Beispiel die Beantragung von Bundesmitteln. Ihr im Ziel guter Antrag ist leider handwerklich derart schlecht geraten, dass wir ihn ablehnen müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.